Amerika wurden sie einst missbraucht, um entkommene Sklaven aufzuspüren. Bluthunde gelten seitdem als die besten Spürhunde der Welt. Eine Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes hat jetzt Arthur angeheuert, einen amerikanischen Bloodhound, der hierzulande ausgebildet wurde und aus Tausenden von Gerüchen die richtige Fährte herausfiltern kann. Schnüffeln erlaubt. Bluthund Arthur ist eine echte Supernase. Der Rüde speichert einen bestimmten Geruch in seinem Gehirn und kennt ab jetzt nur noch ein Ziel, der Duftspur zu folgen. Hundeführerin Ariane Konrad weiß, dass keine andere Hunderasse so arbeitet wie ein Bluthund. Er verfolgt nicht, wie bei einer Fährte, die genaue Spur. Er geht dahin, wo er einen Geruch hat. Die Person wird auch nicht hier am Tor lang gelaufen sein. Aber der Geruch drückt an dieses Tor durch Wind, durch Fahrzeugbewegung. Und deshalb arbeitet der Hund an der Wand. Ja? Selbst auf viel begangenem Asphalt kann der Bloodhound den richtigen Geruch von tausend anderen herausfiltern. Im Gegensatz zu anderen Hunderassen der Rettungsstaffel muss Arthur nicht auf dem Trainingsplatz Geschicklichkeit und Gehorsam üben. Das wäre für einen Bluthund auch viel zu langweilig. Seine einzige Aufgabe ist es, so lange wie möglich eine vermisste Person zu suchen und zu finden. Das Finden mit der Nase ist das Wichtige. Er muss sie nicht sehen, er muss sie nicht hören, er muss weite Strecken laufen, er muss Kondition haben und eine sehr gute Nase. Alle anderen Hunde der Staffel müssen täglich auf den Parcours. Der Golden Retriever Rüde Kim soll in freiem Gelände wie einem Waldstück möglichst schnell eine Person finden können. Mehrfach im Monat rückt die DRK-Mannschaft aus, um das Suchen nach vermissten Personen mit den Hunden zu üben. 12 Männer und Frauen arbeiten ehrenamtlich, oft auch für die Polizei. Wir bilden eine Dreier-Suchkette. Ariane, Peggy ein Team, Katrin, Heidi ein Team, Roland und ich ein Team. Gesucht wird eine weibliche Person, ca. 45 Jahre alt, bekleidet mit einem Trainingsanzug, wurde uns von der Polizei mitgeteilt. Sie war auf einem Spaziergang und ist seit gestern Abend um 21 Uhr nicht wieder nach Hause gekommen. Eine Situation, in der die Polizei von einem Verbrechen ausgehen muss. Wie immer hat jeder Helfer seinen eigenen Hund mitgebracht. Das Opfer hat sich mittlerweile in Position gebracht. Für die Rettungshunde gibt es keinen Unterschied zwischen Übung und Ernstfall. An aller Herren gesetzten Kräfte, Einsatzbeginn. Im Gegensatz zu einem Bluthund, der stur eine bestimmte Spur verfolgt, suchen Kim und die anderen Rettungshunde den Wald rasterartig nach allen Personen ab. Der Hund reviert durch dieses Waldgebiet, er macht Rechts- und Linksschläge und sucht die menschliche Witterung. Der hat jetzt keinen speziellen Geruchstoff von dieser Person, sondern ruft eindeutig nur die Menschen, die dort im Wald sind, die sich dort aufhalten. Kim ist schnell. In Windeseile hat er die gesamte Fläche abgesucht und ist als Erster am Ziel. Sein Talent ist rassetypisch. Den blonden Retriever nennt man in Fachkreisen auch Flächensuchhund. Der Täter aber ist noch flüchtig und will sich im Gewimmel der Stadt verstecken. Ein Flächensuchhund wäre hier überfordert. Zu viele Menschen, zu viele verschiedene Gerüche. Ein klarer Fall für Bluthund Arthur. Aufgrund seiner Anatomie, aufgrund seines Wesens, seiner Sturheit, die ihm nachgesagt wird, genau mit dieser Sturheit, die er besitzt, ist er auch in der Lage, sehr alte, kalte Fährten zu verfolgen. Den individuellen Geruch einer Person kann Arthur selbst noch nach mehreren Tagen identifizieren. Eine solche Spurensuche nennt man Man-Trailing. Zu Deutsch das Verfolgen einer menschlichen Fährte. Er weiß, worum es geht. Er hat den Geruch vom Sitz abgespeichert. Und er sucht jetzt diesen Geruch, der auf diesem Sitz war. Das heißt, von der Person, von dem Autofahrer. Der Täter versucht jetzt, seine Spur zu verwischen, indem er einen Bach durchquert. Doch sein Geruch bleibt über dem Wasser hängen und Arthur kann sie immer noch wahrnehmen. Der Bluthund ist eine über 1000 Jahre alte Hunderasse. Früher setzten ihn Jäger ein, um verletztes Wild aufzuspüren, deren Blutspur er verfolgte. Daher stand sein Name. Durch spezielle Zuchtauswahl wurde die Supernase des Bluthundes ständig verfeinert. Und wo ist er? Der gesuchte Täter hinterlässt seine Geruchsspur überall in der Stendaler Innenstadt. So, das ist an der Bank, wo er zuletzt gesessen hat.
Das heißt, hier war auch ein kurzer Geruchspool. Zeig ihn mir. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Und weiter, komm. Er sucht sich den Weg, den er geruchlich findet, nicht den, den wir optisch gesehen haben. Ne? So ist fein, jawohl. Alles die Falschen, jawohl. Es ist Motivation, es macht dem Hund Spaß, mit mir zusammen diese Person zu finden. Weil wir freuen uns beide, wenn wir sie denn haben, riesig drüber. Ja, fein. Und darf's aufstehen. Alle anderen Rassen, Riesenschnauzer, Schäferhunde, die eigentlich aus dem Hütebereich kommen, denen fehlt im letzten Poeng eigentlich dieser Finderwille. Und das ist eigentlich das, was den Platthund auszeichnet. Dieser Finderwille, dieses unbedingt finden wollen. Aber irgendwann hat selbst eine Supernase mal Feierabend. Nur zu Hause darf Arthur sich ohne Leine bewegen. Einen Bluthund kann man keinen Moment aus den Augen lassen. Denn sollte ihm ein interessanter Geruch in die Nase steigen, würde er jederzeit die Spur aufnehmen und mit der Verfolgung beginnen. Also mit dem würde ich auch gern mal Gassi gehen.